Ja, es ist eigentlich höchst rätselhaft, denn der Mensch als biologische Art existiert ja mindestens 150.000 Jahre, erfolgreich, ganz offensichtlich, im Zustand des Jägers und Sammlers. Und dann passiert gegen Ende der letzten Eiszeit irgendetwas höchst Merkwürdiges, dass Teile, und zwar zunächst sehr kleine Teile der Menschheit, beginnen sesshaft zu werden. Das freie Leben wurde aufgegeben zugunsten, aber eigentlich muss man sagen zu Ungunsten der Sesshaftigkeit, denn sie brachte ja auch körperliche Probleme mit sich. Viele Krankheiten, die im freien Jäger- und Sammlerdasein unbekannt sind, sind die Folgen der Sesshaftigkeit. Und da fragt man sich als Evolutionsbiologe, wie kann es überhaupt gekommen sein, dass das für den Einzelnen im Prinzip Schlechtere sich durchsetzte gegen eine erprobte Lebensform. Es entsteht Ungleichheit innerhalb der menschlichen Gruppe. Vorher als Jäger und Sammler sind sie im Prinzip untereinander gleich. Und nun werden mindestens zwei Kasten gebildet, nämlich diejenigen, die arbeiten müssen, um das Getreide zu pflegen und zu ernten, und die anderen, die davon unmittelbar profitieren. Das reimt sich auch nicht so zusammen. Und deshalb denke ich, sollte man sich die andere Frage stellen: Wozu wird denn Getreide, wozu werden überhaupt pflanzliche Früchte, Produkte denn sonst von Menschen genutzt? Und da zeigt sich, dass auch in jener Zeit in vielfältiger Weise Pflanzenstoffe benutzt worden sind, um euphorische Zustände zu erzeugen. Ich nehme jetzt bewusst Haschisch, ja, aber nehmen wir zunächst mal bewusst das ganz extreme Gegenbeispiel, weil wir wissen, das hat mit der Ernährung gar nichts zu tun und auch noch nicht in dem Sinne ist es mit Pflanzen verbunden, die dann etwa einem Getränk zugesetzt werden. Fliegenpilz als Rauschmittel, das wurde wahrscheinlich seit Urzeiten von den Schamanen schon genutzt.